Bild Breaking News. Ja, und wir beginnen gleich mit einer Breaking News. Die Bundesanwaltschaft hat heute Morgen in Bayern und in Baden-Württemberg zwei Männer durch Spezialkräfte der Bundespolizei festnehmen lassen. Die beiden Deutschen sollen als Bandenchefs versucht haben, eine terroristische Vereinigung zu gründen. Ihr Ziel, offenbar eine Söldnertruppe aufzustellen, die sich im Bürgerkrieg im Jemen einmischt, kämpft und auch tötet. Arendt Adolf G. und Achim A. planten nach Angaben der Bundesanwaltschaft die Aufstellung einer paramilitärischen Einheit zwischen 100 und 150 Mann, hauptsächlich Ex-Soldaten und Ex-Polizisten. Sie rechneten dabei offenbar mit einem Söldnerlohn von 40.000 Euro im Monat. Ja, mittelfristig wollten sie dann als sogenanntes privates Militärunternehmen demnach wohl auch in anderen Kriegsgebieten aktiv werden. Den beiden Beschuldigten sei auch bewusst gewesen, dass die Söldnertruppe bei ihrem Einsatz zwangsläufig auch Tötungshandlungen werde ausführen müssen, heißt es da weiter. Außerdem rechneten sie damit, dass auch Zivilisten getötet und verletzt würden. Weiter hieß es, dass sie auf finanzielle Unterstützung durch Dritte hofften, hauptsächlich durch die Regierung Saudi-Arabiens. Zu diesem Zweck kontaktierten sie hartnäckig saudische Regierungsstellen, die allerdings keine Reaktion zeigten, sodass die Gründung ihrer terroristischen Vereinigung bislang erfolglos blieb. Ja, auch die Wohnungen der beiden Beschuldigten wurden inzwischen durchsucht und sie werden wohl noch im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ich habe das Gefühl, dass die Männer, die jemand